Boys and Girls, ihr seht mein Grinsen. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum, aber willkommen zur nächsten RTG-Folge. Zu keiner neuen RTG, zu keiner Back to Glory, sondern zu unserer RTG. Denn ich kann es irgendwie nicht belieben, oder ich kann nicht belieben eher, ich kann es nicht fassen, weil im Endeffekt, ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe ja die RTG, ihr habt es im letzten Video gesehen, Transfermarktsperre gehabt. So, und ich habe EA natürlich darauf kontaktiert. Ich habe bis jetzt keine Antwort bekommen. Dadurch, dass es viele andere auch erwischt hat und ich irgendwann mal bei Twitter gelesen habe, oh, ich wurde entbannt beim Transfermarkt und ich weiß gar nicht warum, habe ich einfach nochmal auf diesen Account geschaut. Ich habe gestern Abend, und zwar am Dienstagabend, auf einem neuen Account schon losgelegt zu grinden. Ich habe ganz viele Squad Battles gemacht. Ich habe versucht, so viele Packs wie möglich zu erspielen, um vielleicht auch noch ein bisschen EP mitzunehmen und. Heute gehe ich drauf. Und ich sehe, mein Transfermarkt ist entbannt worden. Ne? Fragt mich nicht, wieso das passiert ist. Fragt mich nicht, warum. Aber es hat funktioniert, dass ich gar nichts gemacht habe. Wenn man es so nennen mag. Ich möchte euch ganz kurz das auch zeigen. Beziehungsweise wir gehen auch direkt noch rein in die nächste RTG-Folge, Jungs. Ich bin absolut, absolut happy. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und deswegen wollen wir da auch gleich mal reingehen. Wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Das ist ja gerne ein kostenloses Abonnement. Ich werde definitiv jetzt gleich nochmal auf ein paar Kommentare von euch eingehen. Denn die sind extrem, extrem wichtig. Denn ich muss mich bedanken, ihr habt über 100 Kommentare geschrieben. Es war ein absolutes Fest, wirklich jeden einzelnen Kommentar auch dahingehend zu lesen. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß dran. Ich hatte ein paar Kommentare, wo ich mich ein bisschen gewundert habe. Darüber reden wir dann gleich nochmal. Aber all in all, eins ist wichtig zu sagen, die RTG bleibt bestehen. Sie bleibt bei dem Punkt bestehen, wo wir halt sind. Und ihr seht schon im Hintergrund, wir haben 1 Million Coins. Das liegt einfach daran, wir haben auf der Transferliste Verkäufe. Ich habe Sava verkauft, weil wir ja Koman gezogen haben. Wir haben mit Sava über 200k Verlust gemacht. Das ist ganz, ganz wichtig. Plus, ganz, ganz wichtig auch hier zu sagen, wir haben mehrere Silberkarten, die ich noch im Verein hatte, auch noch draufgestellt. Aber, und jetzt kommen wir zu dem springenden Punkt, auch hier habe ich immer noch Karten wie Garnacho, Bamba oder auch Pedro Neto drauf, die jeweils 9.000 bzw. 10.000 Münzen kosten. Ne? Ich weiß nicht, ob ich die einfach abstoßen werde. Oder ich warte halt einfach wirklich, dass sie bei 4k oder sonstiges liegen. Ja, und die dann halt verkaufe, weil alles andere ist wahrscheinlich Quatsch. Ich habe hier noch ein paar andere Silberkarten drauf. Die packe ich immer wieder drauf. Die habe ich eingekauft gehabt, falls mal Evolutions kommen. Die sind halt leider Gottes nicht wirklich großartig gestiegen. Jerry, wie gesagt, für 4k verkauft. Der hat mir für 400 Münzen eingekauft gehabt. Also das würde ich sagen, geht noch klar. Aber ich kann halt nicht Karten für 10k mehr verkaufen. Da müsst ihr echt aufpassen. Da macht es erstens definitiv die Masse. Ja, das ist ganz wichtig zu sagen. Das liegt nicht daran, dass ich 1, 2, 3 Karten gekauft habe, sondern dass ich tausende Karten oder 1000 Karten hatte. Deswegen werden wir auf dieser RTG auch keine 1000 Karten mehr kaufen. Nichtsdestotrotz, Jungs, wir müssen über Kommentare reden. Denn viele von euch, beziehungsweise einige von euch, haben in den Kommentaren geschrieben, für mich ist es keine Road to Glory, wenn du tradest. Und manche haben gesagt, ich finde es besser, wenn man auf einer Road to Glory nicht tradet. Oder das ist für mich eine Road to Glory. Ich kann eure Meinungen verstehen. Ihr habt den Aspekt wahrscheinlich bei FIFA, beziehungsweise die Intention, ich spiele FIFA, ich zock das, hol mir damit meine Coins, meine Rewards, verbessere mein Team. Ich kann das komplett nachvollziehen. Davon gibt es viele da draußen. Ne? Aber es gibt auch viele da draußen, die wie ich sind. Und bei mir ist es, denke ich, klar, keiner wird mich schauen, weil ich so ein überragender E-Sportler bin. Darüber brauchen wir nicht reden. Das ist definitiv nicht der Fall. Denn ich spiele gerne FIFA. Ich will mich auch gerne verbessern. Aber womit bin ich groß geworden? Ganz am Anfang mit den SBCs, mit Trading. Und das habe ich natürlich in den ganzen Jahren auch durchgezogen. Mein Ziel war es immer, versuchen, so wenig Geld wie möglich, am besten keinen Cent auszugeben, und trotz alledem den Leuten einfach zu beweisen, dass man ohne Echtgeld mit einer RTG unfassbar viele Coins machen kann. Und das wird auch die Intention dieser Sache bleiben. Denn für mich ist eine Road to Glory nichts ohne Trading. Das hat nicht, ist meine Intention nicht. Für mich ist 70% gefühlt sich mit dem Markt, mit dem Menü, mit den ganzen Karten auseinandersetzen, was Trading angeht, und 30% spielen. Das ist aber einfach so, weil ich eine andere Intention von FIFA habe oder EAFC jetzt, wie ihr es vielleicht habt. Und das ist, denke ich, völlig in Ordnung, denn ihr habt ja die Möglichkeit, wie bei Julius. Julian macht es, glaube ich, teilweise. Julian tradet, glaube ich, ein bisschen. Julius tradet gar nicht. Laddi spielt einfach überragend und holt sich seine Coins damit durch die Rewards. KC macht UV, da macht er auch Trading. Ich will halt mich noch mehr mit dem Markt beschäftigen, noch mehr Coins machen. Ne? Und das ist halt meine Intention, was EAFC angeht. Ich liebe das extrem. Und natürlich ist die Banngefahr hoch gewesen jetzt, oder der Bann war halt einfach da.
Ich werde mich jetzt natürlich dahingehend ein bisschen zurückhalten. Gerade wenn es ums Low Budget geht, werden wir 100 Karten einkaufen, 150 maximal, damit wir einfach alles draufstellen. Bei Futter kann man natürlich nochmal mehr machen. Ich glaube, bei Futter ist es nicht ganz so schlimm. Aber wir werden uns dahingehend ein Stück weit zurückhalten. Aber ich werde keine Play to Glory machen, weil ohne Trading wäre es für mich keine RTG, sondern eine PTG. Und damit meine ich nicht Pack to Glory, sondern Play to Glory. Weil du spielst nur mit den Sachen, die du erspielst, machst du halt deine SBCs, holst du deine Rewards, holst du deine Coins raus. Ich habe einfach eine andere Intention. Und ich hoffe, wir können das ein Stück weit nachvollziehen. Weil ja, ich kann das natürlich auch verstehen, dass viele sagen, hey Chris, andere Leute traden halt nicht so viel. Und deswegen ist es halt vielleicht, dass du viel zu viel Coins hast, ist halt nicht so normal. Und ja, das stimmt natürlich auch. Und es gibt aber auch Spieler, die nicht wie ich nur 100 Spiele machen, sondern die in der Woche oder allgemein in FIFA, keine Ahnung, 2000 Spiele machen. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt halt die Extrem und die Extrem. Es gibt so ein Mittelding. Ich versuche ein Stück weit den Mittelding bzw. Richtung Trading ein Stück weit mehr zu gehen. Aber für mich ist es keine Option, gar nicht zu traden. Weil das macht mir halt einfach am meisten Spaß. Und ich liebe es halt einfach zu sehen, dass der Coinstand immer weiter hochgeht. Mit richtigen Spekulationen, mit richtigen Einkäufen, mit richtigen Verkäufen. Sein Team immer schneller zu verbessern. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das bitte nicht übel. Weil klar, Normalo ist vielleicht nicht dabei, der hunderte, 200, 300 Karten kauft. Aber ich denke, so 100, 150 Karten, 200 Karten sind immer so eine Sache, die kann man selbst als ganz normaler FIFA-Spieler, jetzt nicht als Content-Creator, sondern als ganz normaler FIFA-Spieler, der sich ein bisschen mit dem Markt auseinandersetzt, ohne Probleme erreichen. Und wenn man halt persönlich sagt, ich setze mich nicht so mit auseinander, was Trading angeht, dann ist es ja rein theoretisch nur eine Sache der Zeit, die ihr vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr reinsteckt. Wenn ihr die nicht habt, dann ist es ja auch nicht weiter schlimm. Aber ich möchte euch einfach zeigen, dass so viel möglich ist. Und ich hoffe, ihr geht mit mir gemeinsam diesen Weg. Ich hoffe es zumindest sehr, aber ich kann natürlich auch eure Intention von FIFA nachvollziehen. Im Endeffekt, was ist das Ziel? Definitiv, wir gehen jetzt erstmal alles durch. Wir haben einige Ziele noch abgeschlossen gehabt. Ich habe definitiv keine Ahnung, ob ich den Pereira jetzt noch schaffe. Wir haben die 7 Siege in Rivals auf jeden Fall geholt. Das seht ihr dann im nächsten Video. Ich werde versuchen, noch so gut es geht, heute Abend noch ein bisschen was zu erspielen, damit ihr heute morgen oder jetzt gerade, wenn ihr das Video seht, coole verschiedenste Packs noch sehen könnt. Wir werten aber, und das sage ich euch, wie es ist, als Boni, als einfach Reward, als zur Feier des Tages, wenn man es so nennen kann, definitiv heute noch die 2 Hero SBCs abschließen. Ja, also das muss definitiv sein. Wir haben auf jeden Fall ein 100k-Pack noch für die 50 Food Champions Liga. Das werden wir heute noch ziehen. Wir haben ein paar SBCs gemacht. Ich glaube, da gibt es nicht so krasse Packs, aber die können wir natürlich auch gerne mitnehmen. Wir haben Live-Freundschaftsspiele 10 Stück gemacht. Da kriegen wir auch nochmal ein 2 Profis-Pack. Auch das ist schön. Aber ey Jungs, ich bin so happy. Wirklich. Und ich kann euch sagen, ich weiß nicht warum. Real Talk, ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum der Transfermarkt auf einmal freigeschalten wurde. Ich habe noch keine Antwort, wie gesagt, von EA bekommen. Ich habe denen ja eine Nachricht geschrieben, eine E-Mail, aber da kam noch keine Antwort. Und all in all, ja, war sie jetzt auf einmal da. Und natürlich sage ich da nicht nein. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, so habe ich es ein Stück weit verstanden, dass ich den Bann und, also den Coin-Swipe plus den Transfermarkt-Bann wegen einem Vergehen bekommen habe. Heißt sozusagen so ein Doppelbestrafung. Und das wurde, glaube ich, zurückgenommen. Weil bei vielen ist es nämlich wirklich so, dass die halt auch auf einmal wieder ihren Transfermarkt freigespielt hatten. Ja, deswegen mal gucken, ob das vielleicht wirklich der Grund ist oder auch nicht. Ich kann es euch leider nicht sagen. Wir nehmen es natürlich mit Kusshand mit und ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Deswegen werden wir erstmal die 8 Packs hier öffnen und hoffen auf ein paar coole Spieler. Das könnte Jule Brandt sein. Erstes Pack nach dem Bann. Und außerdem habe ich ja auch längere Zeit keine Packs geöffnet. Und man sagt ja immer, wenn man längere Zeit keine Packs in EAFC öffnet, dann könnte das Packlack nochmal mehr reinschallern. Weil EA will unbedingt, dass du weiter Packs öffnest. Deswegen geben sie dir gute Packs. Ob das jetzt im Endeffekt stimmt oder nicht, ist die andere Frage. Könnte Watkins oder Dadi sein? Es ist Salmon. Perfekt. Hat ja wieder richtig gut geklappt mit meiner Intention, beziehungsweise mit meinem Ratespiel. Wir werden auf jeden Fall auch die Centurion-Upgrades machen. Da habe ich mir aber vorgenommen, wir werden das nach und nach tun. Ja, das bedeutet einfach, wir werden pro Episode meinetwegen 10 oder 20 machen, weil wir haben dafür wirklich über 26 Tage Zeit. Und da will ich das dann ganz einfach, ganz relativ simpel einfach mit in die RTG einbauen, ohne jetzt ein riesengroßes Experiment, dass ich jetzt die Karten einfach kaufe. Denn gerade wenn du halt wirklich sagst, ich gehe auf die Centurion Crafting Upgrades, dann lohnt es sich natürlich am meisten, immer seine Android-Spieler reinzupacken, die man eigentlich gerade für Top-Partien oder sonstiges überhaupt nicht mehr braucht. Ja, das ist halt
glaube ich, die Intention, die ich bei dieser Sache habe. Und damit würde man auch wahrscheinlich so gut wie es geht keine Coins verlieren, denn du ziehst die Spieler ja eh. Klar, du kannst auch ab und zu mal welche nachkaufen, aber du ziehst die Spieler eh und machst sozusagen die gratis Crafting-Upgrades und kannst damit vielleicht nochmal ein bisschen Futter rausholen. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Option. Dazu übrigens, ich habe es ja schon erzählt, ich hatte ja schon einen neuen Account gemacht. Ich habe so krass reingeschwitzt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich hatte schon so viele Aufnahmen. Ich wollte die eigentlich zusammenschneiden und euch heute hochladen, ne, als das Video hier. Aber im Endeffekt, das sage ich natürlich nicht nein. Ja, also es ist schon viel, viel schöner und viel, viel anschaulicher, endlich wieder bei meinem Baby zu sein, bei meiner RTG, die mir ja wirklich extrem, extrem viel Spaß macht. Das könnte... Ist das Silber? Das müsste Silber sein, oder? Ja, okay. Ich dachte schon, wir lassen uns wieder komplett hops nehmen. Aber ich habe es davor noch gemerkt. Mabanko, Niaro und Nilsson. Aber wir haben jetzt wenigstens noch das 100k-Pack. Da hoffen wir vielleicht auf den einen oder anderen Workout. Denn 84er, 85er sind extrem vom Preis gestiegen. Ne? Dass wir vielleicht den einen oder anderen Workout gut gebrauchen könnten. Ne? Also, dass wir in ein paar Tagen nicht da sein. Ich weiß nicht, ob das so eine gute... Gott, 84 aus dem 100er. Ja, ich war glaube einfach zu kurz nicht da. Hummels, Gavi ist noch mit dabei, Paris oder Paris, Ochoa, Medina. Die packen wir natürlich alle dann in den Verein, beziehungsweise werden wir mal gucken, ob wir ein paar Top-Partien machen können. Das werde ich auf jeden Fall noch machen und dann sehen wir uns dann auf jeden Fall gleich wieder. Aber ich kann euch eins versprechen, die Europacks werden heute in dieser Episode definitiv gemacht. Als allererstes beschäftigen wir uns jetzt mit den Centurion Crafting Upgrades. Wir haben 10 Stück gemacht. Ich habe natürlich, wie ich es euch angekündigt habe, nur Untrades da reingepallert. Ich habe ein bisschen Angst, weil wir haben schon ganz schön viel erstens abgegeben. Wir haben aber auch noch relativ viele 80er, 81er übrig. Das heißt, wenn wir Pech haben, sind wir ja relativ viele Duplikate. Darauf habe ich eigentlich keinen Bock, weil ihr kennt das Ganze. Wenn ich ein Duplikat habe, will ich das eigentlich direkt recraften. Vielleicht machen wir das auch noch in der Episode, dass wir wirklich sagen, hey, sobald wir halt wirklich ein Duplikat ziehen, bam, machen wir ohne Probleme die SPC fertig aus. Und ja, perfekt, da... jetzt stoßen wir die ab, Jungs. Nee, jetzt will ich die nicht nutzen, wirklich. Ich will jetzt Packs ziehen. 10 Stück haben wir, wie gesagt, gemacht. Wir haben dazu das 15k-Pack als allererstes bekommen, in der Hoffnung, dass hier was Gutes rauskommt. Wir brauchen natürlich 83er, 84er, 85er. Vielleicht auch der ein oder andere Workout. Hat ja ganz gut geklappt gestern im Experiment. Da haben wir echt gut gezogen, muss ich sagen. Und die ganzen Karten, die wir hier ziehen und kein hohes Rating haben, die vielleicht mal nicht in irgendeine SPC reinpassen, zwecks Top-Partien und so weiter, dass sie, wenn die wiederkommen wird, ne, die packen wir natürlich auch immer wieder direkt hier rein. Wir werden ab jetzt auch immer Rivals Rewards Untrade nehmen, einfach mehr Packs zu haben, mehr Spieler zu haben. Gerade für die Crafting-Sache ist das immer ganz geil. Aber Mukhtar und Roberto Sanchez müssen direkt mal in die nächste SPC geballert werden. Das nächste Pack geht auf. Ich denke, das ist auch ein guter Plan. Wenn wir wirklich ein Duplikat ziehen sollten, einfach wieder ganz entspannt immer wieder die SPC nachholen. Wir haben ja noch ein bisschen was im Puffer. 85er Navas ist zumindest schon mal der erste wirklich gute Pull. Bei 85er bauen wir entweder für ein Team of the Week Pick oder halt auch für das Hero Pack. Und wir zielen wieder 2 Spieler. Und ich habe keine Ahnung, es sind natürlich wieder beide Untrade, oder? Ja, natürlich, perfekt. Sparen, sparen, sparen an Karten. Das ist die Devise. Wir wollen natürlich so günstig wie möglich alles abschließen, was nur so geht. Dieses Pack sieht aber allerdings nicht ganz so prickelnd aus. Das ist wieder Ochoa. Und ich weiß ja, ob ich den wirklich schon als Duplikat habe. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt jedes Mal eine neue SPC machen müssen. Da sind wir am Ende doch bei 20 Karten, beziehungsweise 20 SPCs, die wir abgeschlossen haben. Aber ja gut, wir müssen sie ja eh machen. Ich habe übrigens auf ganz entspannt hier die Prime Bronze Profi Upgrades noch mitgenommen. Die habe ich auch schon fertig. Die gebe ich dann einfach so spontan ab. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt gucken, was wir da wirklich abgegeben haben. Ich meine, das sind 3 seltene Bronzespieler oder Silberspieler und der Rest wurde halt aufgefüllt. Ich kann euch nur aber immer den Tipp geben, wenn es darum geht, nehmt da wirklich auch immer Untrade-Karten, weil ihr kriegt hier Tradable Packs raus. Und dann könnt ihr einfach nach den Spielern mal wirklich nachgucken, denn manchmal sind da echte Schätze mit dabei. Und ihr könntet die halt wahrscheinlich für teuer Geld verkaufen und ihr habt eigentlich nur nichts abgegeben wegen den Untrades. Ja, das ist immer so ein kleiner Tipp, den ich gerne weiterleiten würde, der wirklich... Auch wenn es kleines Geld ist, aber ein bisschen Coins macht er auf jeden Fall. Wir gehen jetzt mal rein mit dem 15k-Pack, was wir kostenlos bekommen haben. Gib mir einen Hakimi. Es ist natürlich Masraoui. Ja, alles andere, ich weiß gar nicht, wann ich jemals hier so eine Karte bezogen habe, die wirklich richtig gut war und die mal wirklich OP war. Aber Masraoui haben wir sogar tradable. Dann haben wir noch ein paar Vereinshymnen und Fangesänge, die wir nicht unbedingt brauchen. Die ganzen Ligen können wir auch abstoßen. Ist zwar untrade, aber das ist einfach nur, müllt den Verein einfach nur zu. So, 9 Packs haben wir noch. Vielleicht jetzt mal ein Pack ohne Duplikate. Oder wenn es ein Duplikat ist, dann bitte richtig high-rated. Trossard ist zumindest hier schon mal am Start. Es kann nicht sein, Chat. Also jetzt mal Real Talk, was ist das denn? Warum ziehen wir die ganze Zeit Duplikate? Wir geben Trossard wieder ab. Let's go.
Große Frage, die ich mir stelle. Gibt es irgendwann mal die Möglichkeit, 2 oder 3 Packs hintereinander zu ziehen? Sag mir nicht, dass das jetzt Scott ist. Das kann nicht sein. Jetzt ziehen wir das nächste Duplikat. Diesmal ist es ein 84er oder eine 84erin. Aber die haben wir auch schon in diesem Video gezogen. Also wir haben jetzt wieder ein Duplikat. Ey, das geht doch gar nicht. Eriksen ist auch mit dabei und Scott. Ja, wir gucken mal, wie weit wir kommen bei der Hero SBC. Wir bekommen es auf jeden Fall hin, das 85er Team abzugeben. Wir haben neuer Ödegaard, Cristiano Ronaldo. Plus ein paar 84er und 83er, die wir raushauen werden. Dafür gibt es ein Prime-gemischtes Spielerset. Haben wir zumindest erstmal die erste SBC von 2 geschafft. Wir werden alle beide sowieso heute machen. Ich habe es ja schon angekündigt, weil ich will hier ordentliches Packard mit uns bringen lassen. EA Packlack muss heute gönnen. Alles andere Vollkatastrophe. Das Tradable Pack lassen wir erstmal sein. Und jetzt vielleicht mal ein Pack ohne Duplikat. Wenn es ein Lewandowski gewesen wäre, schön und gut. Das sollte aber Dudek sein. Ich glaube, in den Kommentaren habt ihr mal reingeschrieben, ey, das ist nicht euer Ernst. Ich glaube, in den Kommentaren habt ihr mal reingeschrieben, Gott sei Dank, dass sie nicht die Tochter wahrscheinlich von Dudek ist. Ich kann es euch aber gar nicht sagen. Aber 84er ist wieder sehr, sehr stark. Wie gesagt, alles ab 83, 84 ist völlig solide, ist völlig in Ordnung. Gerade weil wir die halt immer wieder bei Recraften sehr, sehr gut benutzen können. Ob das jetzt wieder das 2x84 Plus Pack ist, Team of the Week Pick oder. Da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten. Weiter geht's mit dem nächsten Portugiesen. Rechter Mittelfeldspieler, das könnte der gute alte João Mario sein. Mit dem 82er Rating, so sieht's aus, plus Adams, den stoße ich jetzt ab, Jungs. Der Geduldsfaden reißt mir langsam. Und wir haben ja immer noch 6 Packs, 5 von denen. Eins haben wir noch tradable, könnte der gute alte Kamada sein. Ist er gewechselt zu Lazio Rom, so sieht es auch aus. Und den haben wir anscheinend auch schon und den haben wir auch schon untrade. Ja, wir machen die nächste SPC, Jungs. Wo ist der erste Walkout? Könnte es sogar einer gewesen sein. Ich glaube es sogar. Gündogan, oder? Sehr, sehr gut. Da ist er doch, der erste Walkout. Wenn man nach ihm ruft, wenn man nach ihm schreit, dann kommt er auch raus. 86er Gündogan. Schmeckt natürlich. Dazu noch Endika Haracic. Ich bin ja froh, dass ich Endika gerade eben noch in die SBC abgegeben habe. Sonst hätten wir jetzt wieder ein Duplikat gehabt. Zweites Pack, Back-to-Back wird es aber, so wie es aussieht, wieder Trossard. Diesmal wird es Mertens. Zum Glück, weil Trossard haben wir ja schon. Wir umgehen gerade nicht die Duplikate, weil es gibt auch noch eine Milinkovic-Savic. Den ich aber tradable habe. Zumindest das. Das ist schon mal schön. Ja, also ich denke, wir sollten gerade jetzt mit dem Walkout von Gündo, sollten wir eigentlich auch das 84er-Team hinbekommen. Wenn wir vielleicht jetzt noch den einen oder anderen 83er, 84er ziehen, dann sowieso. Und da können wir zumindest erstmal das erste Pack öffnen. 84er Campbell ist mit dabei. Sehr, sehr gut. Lozano, Rossier. Ich glaube, Lozano könnte sogar als Inform heute Abend kommen. Ich nehme das Ganze gerade am Mittwoch auf. Knapp vor 15 Uhr. Und das könnte Tonali sein oder auch 83er Jorginho. Jetzt kommen die Karten, die wir noch für das 84er Team brauchen. Das ist doch solide. Dazu noch ein 82er Cabral, das sagt mir natürlich auch nicht nein. Und jetzt letztes Pack erstmal. Vielleicht müssen wir wieder recraften, aber das müssen wir schauen. Wird es ein Modric? Ah, Kovacic 82. Der hatten wir schon in unserem Experiment gestern. Oh, da habe ich gedacht, der hat wenigstens 84, aber selbst das war ja schon zu viel verlangt. Deswegen, ja gut, 82er, müssen wir mal gucken, ob wir den einbauen können. Tradable Pack, jetzt noch eine Irene Paredes, Laporte, 85er, kostet noch aktuell 7k. Irene Paredes wollte ich schon sagen, das ist ein gutes Pack. Klar, wir können jetzt hier mal gucken, wir haben noch den Fake Salah gezogen, Dorset haben wir noch mit am Start. Fake Salah Chat, das ist es, Jungs. Aber jetzt gehen wir aber auf Zero Pack, weil ich will jetzt unbedingt erstmal eins öffnen. So sieht's auch aus, wir können es fertig machen. Ohne Probleme, 84er Team, wir gehen direkt mal rein. Ich habe Bock auf ein Stat Reveal Chat, denn das haben wir lange nicht mehr gemacht. Wir haben, glaube ich, noch irgendwo ein Bild rumliegen. Und da gehen wir jetzt rein, Männers, da gehen wir jetzt rein. Davor machen wir aber noch das Prime-gemischte Spielerpack auch auf hier, oder auch hier, hoffen wir vielleicht auf den einen oder anderen Coin, den wir bekommen könnten. Aber mit Fred sieht das nicht ganz so gut aus. Vielleicht, ja, der ein oder andere. Einfach Dembele. Also wir hatten Salah im ersten und Pembele im zweiten. Ich habe alles gesehen. Jetzt gehen wir rein, Jungs. Einer kann es nur öffnen, Jungs. Einer kann uns nur dabei unterstützen beim Hero Pack. Das ist der gute alte Thierry Henry. Wir gehen rein in die ganze Sache. Ich bin sehr, sehr gespannt. Abfall ist angesagt. Let's go. Wir öffnen das Pack und ihr seht es schon. Ich bin so gespannt, Jungs. Ich bin so gespannt. Also, so eine spielbare Karte würde ich schon sehr, sehr fühlen. Wir skippen das Ganze. Drücken auf R3. Machen zweimal nach rechts. Und dann sind wir am Start. Komm schon. Wir haben 80 Physis. Mit 70 Ausdauer. Boah, weiß ich ja jetzt nicht.
Klingt mir eher nach einem Innenverteidiger oder sowas. Oh ja, das könnte... Oh, ist aber auch sehr krass. Von den Defensivstats sieht das halt richtig heftig aus. 89. Ich stelle mich vor, das wäre einfach Touré. Das wäre halt so geisteskrank. 85er Reaktion. Könnte halt wirklich ein Innenverteidiger sein. Aber ich bin gerade am Überlegen, wer ist Innenverteidiger überhaupt? Wir haben ein 69er Passspiel. Boah, ich weiß es nicht. Dazu 55 Schieß, also das ist auf gar keinen Fall. Ja, ja, Touré. Und wir haben 80 Tempo. Klingt sowas wie Ricardo Carvalho oder sowas. Aber ich glaube, der ist gar nicht ziehbar. Wir müssen mal gucken. Das ist... Also, es ist ein Engländer. Und das ist King. Das könnte King sein, Chat. Oh, das ist gut. Also gut, ich weiß es nicht. Weil im Endeffekt, ja, vom Wert her, was er kostet, ist das wirklich, wirklich sauber. Ich glaube, der liegt bei knapp 180, 170k. Irgendwie sowas. Problem ist nur, wir haben halt Van Dijk, wir haben Plonk, wir haben Kömann, wir haben alles. Also alles, was wir in dem Verteidiger ist, sind wir eigentlich ausgebucht. Aber der hat halt auch den Antizipationstrade. 200k kostet der Mann. Das ist ein richtig, richtig sauberer Pull. Ich hätte mir ein bisschen was Offensiveres gewünscht, bin ich ehrlich zu euch. Aber all in all können wir mal gucken und überlegen, ob wir vielleicht, weil ich habe Kömann schon gespielt und ich bin ehrlich mit euch, ich war mit ihm eigentlich nicht so zufrieden, ne? Ob wir halt vielleicht King einfach in der IV spielen und Plonk halt als Sechser. Ich weiß es doch nicht, Jungs. Ich weiß es doch nicht, was wir machen, ne? Aber King ist wirklich, wirklich nice. Also für eine zwei, also muss ich sagen, wenn das zweite Pack genauso gut ist, selbst wenn das kacke ist, bin ich jetzt schon sehr, sehr zufrieden mit. Bevor wir das Video beenden, wollen wir natürlich auch noch das Pack Nummer 2 machen. Im ersten fand ich persönlich mit King haben wir echt den guten gezogen. Doch jetzt heißt es weitermachen. Als allererstes ziehen wir erstmal die Prime Bronze Profi Packs und Silber Packs. Die habe ich natürlich auch schon abgeschlossen. Ich glaube, da zeige ich euch nicht ganz genau, was wir da abgegeben haben. Wie gesagt, den Tipp habe ich schon gegeben. Gebt da Untrades ab, ihr kriegt dafür Geld. Tradable Sachen, gerade die Copa Libertadores, Copa Südamerikaner. Das ist halt Real Talk. Das gebt ihr einfach ab. Das sind die unnötigsten Karten im ganzen Spiel. Ich habe übrigens nochmal ganz kurz, es gab anscheinend wieder mal einen TikTok-Trend. Und dieser TikTok-Trend hat gesagt, hey, es kommt eine Evolution, die ZOM ist. Was ist gekommen? Kein Evolution der ZOM ist. Aber die Evolutions der, oder allgemein die ZOM-Karten aus der Premier League sind komplett geisteskrank gestiegen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt gestern. Ich habe 3 Andreas Pereira noch im Verein gehabt. Die sind einfach für 6.700 Münzen weggegangen. Ich habe 2 gezogen, einen hatte ich gekauft gehabt. Für 400 Münzen schon vor einer Woche. Die habe ich natürlich verkauft. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn da der nächste Bann reinschallert. Man kennt es. Ein paar Silberspieler sind noch weggegangen. Wie gesagt, die stelle ich immer mal wieder drauf, damit ich plus minus 0 rausgehe, beziehungsweise ein paar Coins mache. Den Rest lassen wir hier. Ziel auf jeden Fall jetzt für die nächste Episode. Das seht ihr dann auch. Ich werde auf jeden Fall für Top-Partien nochmal investieren. Ich werde noch ein paar Spieler mitnehmen. Aber ich habe das Hero Pack, habe ich wirklich gefühlt, einfach gekauft. Ja, ich habe gesagt, wir können uns einfach persönlich... Wirklich, wir können uns einfach mal selber belohnen, dass wir unseren Account wieder haben. Deswegen habe ich mal gesagt, komm, Chris, da investierst du mal ein paar Coins. 7.000 Münzen, 3,2, die 84er sind sowas von teuer mittlerweile. Auch die 83er mittlerweile bei 1,5. Nehmen wir mit, Chat. Bevor wir dann in die Rivals-Sachen gehen oder in die Rivals-Rewards, die wir ja auch noch bekommen, das seht ihr dann in der nächsten Folge, nehmen wir die ganze Sache erstmal mit. Und auch das 85er-Team, da habe ich ein paar sogar noch als Erstbesitzer gehabt. Unter anderem ja den Laporte, den wir gezogen haben im Sommer und Fabinho. Aber auch hier, ihr seht Modric, Mead und die ganzen anderen Spieler. Ein paar Erstbesitzer, wie gesagt. Aber der Rest ist halt einfach gekauft. Einfach, um einfach zu sagen, hey, ich bin glücklich. Wir haben unseren Account wieder und da können wir auch auf jeden Fall mal ein paar Münzen in das zweite Hero Upgrade investieren. Denn das, die anderen beiden, die wollen wir natürlich auch noch machen. Gar keine Frage, weil die kommen ja bald wieder. Und da wollen wir natürlich das Beste rausholen, was es nur so geht. Fangen wir erstmal an mit den kleineren Packs. Ich werde übrigens versuchen, auch noch ein bisschen was anderes zu erspielen. Mal gucken, ob das uns gelingt. Müssen wir mal schauen. Ich habe halt jetzt ein bisschen Zeitdruck, gerade was auch Weekend League Quali angeht. Ich habe ja 2-2 geholt, weil ich einfach dann keine Lust mehr hatte und dann keine Weekend League mehr gespielt habe. Da müssen wir eigentlich auch noch die Rewards holen. Wir müssen eigentlich noch Weekend League Quali spielen und dann müssen wir wieder die Weekend League spielen. Also, ich weiß nicht, ob wir das alles so schnell schaffen. Sonst müssen wir halt wirklich mal eine Weekend League auslassen. Ich hoffe, das ist nicht weiter schlimm. Die ganzen Silberspieler werde ich dann früher oder später mal nachgucken, ob sie was wert sind. Und jetzt gehen wir noch in die Tradable Packs rein. Das ist nochmal Prime gemischtes Profi Pack und Profi Pack klein. Da können wir uns natürlich wieder throwen lassen, falls es dann doch mal ein Silberspieler wird. Man kennt es. Aber das sieht eher nach einem TSG auf meinem Spieler bzw. Spielerinnen aus. Bila ist mit dabei.
Ein Absichermann. Ich weiß noch nicht, ob ich irgendwelche Evolutions hier machen werde auf diesem Account. Weil ich bin ehrlich, mit dem Hauptaccount und Evolutions habe ich so unfassbar viel zu tun. Da gehe ich ja immer komplett auf die BVB-Karten. Das seht ihr auch ab und zu mal in den verschiedenen Videos, die sonst noch kommen. Hier wird es, glaube ich, der 83er Rodriguez. Zumindest mal wieder 1500 Münzen zurück. Chalo ist noch mit dabei. Plus natürlich die sinnlosesten Karten, die man bekommen kann. Ganz, ganz viele davon auch noch. Sehr schön. Das zweite Pack, was wir machen, werden wir einfach so öffnen. Ich meine, mit King haben wir die 200k erreicht. Mit den 200k holen wir auf jeden Fall plus minus 0 mindestens raus. Weil, sogar mehr, weil wir ja mindestens einen 20k-Spieler ziehen. Die Frage ist, was kommt jetzt? Ich lasse mich sehr überraschen, Jungs. Ich lasse dich wirklich sehr überraschen. Komm schon, EA. Zeig mir, was du kannst. Zweites Basic Hero Profi, Max 87. Ohne irgendwelche Stat-Reveals. Einfach rein. Gib mir Stürmer. Ist das gut? Scheiße, wer ist ein Stürmer? Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Ohne Soulscare, och nee, stimmt. Ah ja, Linksverteidiger wäre noch Riese gewesen. Also ich glaube, der Soulscare, der kostet keine 500k. Ich glaube, der kostet auch keine 50k. Hey, 35.000 Münzen. Ja, es ist halt wieder Premier League. Man kann ihn natürlich mal probieren. Hat halt 3 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot. Playstyle Plus überhaupt nicht vorhanden. Ah, wir wollten uns selber belohnen, aber das ist, ja, aber Abschluss sieht gut aus. Immerhin der Abschluss. Ja, und wir haben einen einzigen Playstyle. Ich bin übrigens mal sehr, sehr gespannt, ob es irgendwann Evolutions gibt, wo man auch die Heroes reinpacken kann. Da würde ich vielleicht Soulscare eher drin sehen. Ja gut, erstes Pack war gut mit King, zweites Pack mit Soulscare war eher meh. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr euch freut, dass die RTG wieder zurück ist. Ich freue mich zumindest wirklich, wirklich sehr. Und lasst gerne einen Daumen nach oben, da sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Ich bin damit raus. Schreibt alles, was ihr denkt, in die Kommentare. Würde mich natürlich sehr freuen. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Kuss, kuss.